Hey Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi und heute habe ich für euch die aktuellste Bravo Sport und zwar die Ausgabe Nummer 09. Und hier dran ist noch ein Promo-Pack der Top Superstars aus der Saison 23/24. Ja, hier sieht man schon die 25 besten Youngster und was hier drin alles steht und drin ist, sehen wir nach dem Intro. So, ja, den Booster könnten wir eigentlich direkt mal abmachen. Mal gucken, ob der. Ah, ja. Drehen, drehen, drehen. Den legen wir mal kurz zur Seite. So, was hier nämlich noch drin ist, ist eine Stecktabelle. Man sieht es hier. Hier sind die Karten. EA 25 Wunschzettel. Ich weiß noch nicht, vorbestellen kann ich es mir wahrscheinlich noch nicht. Aber ob ich es mal hole, mal gucken. Dann haben wir hier noch 100 Millionen Duo, Paulinho und Olise. Haben wir noch vier klasse Poster. Da haben wir Thomas Müller, Mbappé, Arda Güler und Schröder. So, ja, dann schauen wir mal rein. So, okay, das hier brauchen wir nicht. hier ist der Inhalt. Interessiert uns erstmal wenig. So, wir haben hier. Man sieht nicht viel wegen dem Licht. Top 5 Villen der Stars. Okay. Was haben wir denn hier so? Lewis Hamilton. Dann haben wir hier Anthony Joshua. LeBron James, seine Villa. Die da. Patrick. Mahomes und Lionel Messis Villa hier. Aha. Vollgas für Vielfalt im Motorsport. So. Baller League startet in die neue Saison, Runde 2. Okay. Die Kilos purzeln. Also, was aus Süle geworden ist. Ende der letzten Saison war er noch kugelrund. Und jetzt ist er wieder durchtrainiert. So, dann haben wir hier, keine Ahnung. Interessiert hier eigentlich nicht. Pyrotechnik ist doch kein Verbrechen. Ja, ich habe da was anderes gelesen bei RB Leipzig. Top Ligen, Top Trikots. Zeit ist Geld. Back to the Roots. Wer sucht, der findet. Dann haben wir hier Europas größte Sterne. Hier haben wir Pavlovic, Jamal und Williams. So. Wie komme ich denn auf William? So, Arda Güler ist 19. Nico Williams ist 22. Lamine Jamal 17. Der ist, glaube ich, jetzt 18 geworden, oder? Kurz vor dem Finale. Dann haben wir hier Mainu 19. Pavlovic ist 20. Der hat jetzt schon 30 Millionen Marktwert. Junge, Junge, Junge. Wie viel Marktwert hat er denn hier? Oh, der hat schon 120 Millionen Marktwert. Ja, mal. Mainu hat 55 Millionen. Güler hat 45 Millionen. Und Nico Williams hat 70 Millionen. So, dann haben wir hier international. Ach, hier sind ja noch mehr. Okay, hier hört es noch gar nicht auf. Hier haben wir Camavinga, ist auch erst 21. Cole Palmer, 22. Ricardo Calafiori, der ist 22.
Jeremy Doku 22, Sesko 21. Heieiei. Oh, hier Müller, danke Legende. Schlag auf Schlag. Verletzungsanfälligste Spieler Deutschlands. Füllkrug hier jetzt nicht mehr in der Bundesliga. Mecker nur als Kapitän. Das kommt auch jetzt in die Bundesliga oder komplett im deutschen Fußball. Ein Künstler sagt Adios. Thiago hat ja auch Karriere beendet. Rekorddebüt für Wunderkind mit 14 Jahren. Ach, das war ja in der MLS, das habe ich auch noch mitbekommen. Mit 14 Jahren schon Profidebüt. Das würde bei uns, ich weiß gar nicht, würde das bei uns gehen? Ne, ich glaube nicht, gell? Glaube ich nicht. Wir haben hier Bayerns neues 100-Millionen-Duo. Ja. Aber was ich schade finde, ist, dass De Ligt verkauft wurde. Da hat man schon eine Petition unterschrieben. Ich weiß nicht, wie viel es am Schluss waren. Wie viele Unterschriften. Wie ich es letztes Mal gesehen habe, waren es um die 60.000 oder sowas. Hier herrscht Baustelle. Okay. Ich will mich jetzt nicht überall hier so drauf eingehen, sonst geht das Video eine halbe Stunde. Brian, der Ballkünstler. Kuda jetzt auch in die Premier League. Vielleicht Brighton oder sowas. Brighton? So, Fun and Crazy. Oh. Hier könnt ihr ein Abo abschließen. So chillen die Stems oder Stance? Na egal. Ich wollte ja eigentlich Star. Also was ist das? Ein R? Stars? Soll das ein R sein? Wahrscheinlich. Dann kann ich es verstehen. Aus Dance. die beste zweite Liga aller Zeiten. Ja, das stimmt. Also ich kann das. Würde das direkt bejahen. So, wir haben hier zum Beispiel Braunschweig. Dann haben wir hier Elversberg. Gut, Elversberg weiß ich jetzt nicht, ob das so. Dann haben wir die Kleeblätter. Hannover 96, Kaiserslautern. Da wäre ich mal froh, wenn die wieder in die erste kämen, aber naja, KSC war früher mal richtig gut. Magdeburg, Nürnberg, Paderborn, haben wir hier Regensburg, HSV, Fortuna, Köln, Schalke, was da für Teams in der zweiten Liga sind. Hammerhart. Hier ist auch noch. Manchmal ist interessanter die zweite Liga als die erste. 10 Fragen an Julia Quinn. Ah, die richtigen Hübchen. Hübsche Frau. Traum von der großen Bühne. Frauenbundesliga wird aufgestockt. Hä? Okay. Ab der Saison 25/26 soll die Frauenbundesliga noch spannender werden. Aber dann kicken nämlich 14 statt 12 Teams in der höchsten deutschen Spielklasse. Ich würde sogar auch in der Bundesliga vielleicht ein, zwei Teams mehr haben. Wäre cool. Wie in der Premier League. Ist ja auch mehr. Mehr wie in Deutschland. Hier haben wir Ricardo Calafiori. So, kommen wir jetzt langsam in die Mitte. Planet Fußball. Und da haben wir schon das Poster von Kylian Mbappé im Real-Trikot. Gestern auch beim 2:0 im Supercup ein Tor gemacht. So einen Einstand muss man mal haben. So, hier ist das Schröder-Trikot. Poster. So, hier haben wir Thomas Müller.
Dann kommt hier die Stecktabelle. Auch interessant. Erste und zweite Liga. Sehr cool hier. Würz, Füllkrug, Musiala, Robin Hack, Mainka und Kramaric. Hups. Hier ist nochmal. Danke, Thomas. Danke, Thomas. Dann haben wir Dennis Schröder, Arda Güler und dann noch der Rest. Die Beine von Kylian Mbappé. Dann haben wir hier noch Quiz. Fettes Sommergewinnspiel. Hat einer von euch überhaupt die Olympia verfolgt? Also ich habe schon ziemlich viel geguckt. Change the game. Na. Unsere Wunschliste für EAFC 25. Also dafür, dass sie jedes Jahr ein neues FIFA, FIFA kann man es ja nicht mehr nennen, EAFC rausbringen. Aber die ändern gar nicht viel. Und dann die Server immer. Das ist furchtbar. Topstars hautnah. Oh, hier haben wir Kimmich. Anführer und Antreiber. Soll ja jetzt doch wahrscheinlich bei Bayern bleiben. Goretzka. Dem wurde ja gesagt, er soll lieber gehen. Koman soll verkauft werden. Nicht zu stoppen. Carlos Alcaraz, der Tennisspieler. Der hat doch, glaube ich, die Olympia gewonnen, gell? Kann das sein? Oder war das jemand anderes? Ich meine, das war der doch. Titel auf die 1. Streaming-Legende. Neuer Twitch-Zuschauerrekord. Bei einem jährlichen Boxevent lockt der spanische Streamer Ibai Millionen von Fans an. Den diesjährigen Fight in Madrid verfolgten unfassbare 3,5 Millionen Zuschauer. Gerockt oder verbockt? Tja. Wer guckt denn von euch gerne hier Football? Ich weiß, dass UP gerne guckt. Aber ob der alles guckt, weiß ich jetzt auch nicht. Früher habe ich gerne mal die NBA geguckt. Dann haben wir, wen haben wir denn hier? WNBA Superstar Caitlin Clark. Okay, die Frauen. Kenne ich mich gar nicht aus. Die wahren Helden. Da ist ja schon die Olympia, oder? Ah, die Paralympik. Wann ist denn überhaupt die Paralympics? Steht das hier drin? Keine Ahnung. Paralympics sind die nicht direkt nach der Olympia? Mich begeistert das Adrenalin. Motocross-Talent aus Bayern. Oh, hier. Ja, mal. Zocken wie die Stars. Ja. So, hier haben wir noch. Sind das die Schuhe von denen? Alter, was kosten die Schuhe hier von denen? 75 Euro, 60 Euro, 65 Euro. 50 Euro. Okay, das lasse ich mir noch gefallen. Weil hier 129,99. Junge, Junge, Junge. Kylian der Königliche. Ja. Gestern der erste Auftritt in Real Trikot. Mal gespannt, was er da in der Liga reißt. Anfang einer neuen Ära. Ja, jetzt ohne Toni Kroos. Ohne Müller.
Ich hätte gehofft, dass Neuer aufhört. Aber mal gucken. So, da haben wir schon den Schluss. Die nächste kommt am 29. August. Auch wieder mit Karten hier. So, hier wird nochmal Werbung gemacht für Tops TurboTax. Die Formel 1 Karten. So, machen wir hier auf die Seite. Machen wir noch schnell den Booster auf. So. Wir haben hier Mohamed Kudus. Na? Dann haben wir hier als nächstes Ben Doak. Wie sehen die überhaupt von hinten aus? Okay, nicht spektakulär. Wir haben hier Serge Gnabry. Und Alan Shearer. Jo, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben. Und falls ihr noch kein Abonnent von diesem Kanal seid, dann lasst kostenlos ein Abo da. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.